So Leute, wir kommen nun zum absoluten Messer-Highlight für mich persönlich des Jahres 2023. Wir haben jetzt schon 2024. Ich habe schon sehr lange kein Messer-Review mehr gemacht und damit habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und gewartet, weil, also erstens mal war das so, ich habe da so eine ganz spezielle Geschichte zu dem Messer. Also eigentlich ist es so, dass ich Kukri-Messern nicht wirklich was abgewinnen kann. Die Kukri-Messer, die sind wirklich sehr, sehr gute Arbeitstiere. Diese Kukri-Form hat sich auf jeden Fall bewährt und ich habe mal eine Kukri gehabt. Ich war damit aber überhaupt nicht zufrieden. Also das Arbeiten war super, aber die Optik mit diesem runden Griff hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe sie dann weggegeben, habe dann zurückgegriffen auf die ganzen anderen Messern von Worktough Gear, die ich ja, wie ihr wisst, bei vladknives.ch immer hole, weil er der Einzige ist, der in der Schweiz diese Messer verkauft. Und war da absolut begeistert vom Kodiak und vom Mountain Man und vom Wilderness Bowie und die ich alle habe, auch der Hemlock Ares, auch ein Riesending. Ein Wahnsinns-Chopper. Und Kukris habe ich immer so ein bisschen gemieden, bis auf das Dark Horse von Shade Indonesia, da habe ich ja auch ein Review zu gemacht. Das sieht meiner Meinung nach auch ziemlich geil aus und auch ein absoluter Brecher, ein richtiges Arbeitstier. Jetzt war es so, dass Worktough Gear aber hier den Wilson rausgebracht hat und das war ziemlich lustig. Daniel hatte den schon länger im Shop, schon als ich den Shop zum ersten Mal entdeckt habe. Und da habe ich mir dieses Messer so angesehen, habe gedacht, na, irgendwie ist das einfach potthässlich, gefällt mir nicht. Und naja, dann habe ich ein paar andere Messer bestellt und die ein bisschen ausprobiert und damit gearbeitet auch viel. Und ich habe mir aber zwischendurch den Wilson immer wieder angesehen. Irgendwas hat mich angezogen und ich kann aber nicht genau sagen, was es war. Aber ich habe mir dann angefangen zu denken, naja, wenn es hier vorne so, also ihr seht ja, es ist eigentlich eine Kukri. Es ist eigentlich eine Kukri, es sieht aber einfach nicht aus wie eine Kukri. Und darum ist es halt genau das Messer für mich, weil ich liebe es, mit Kukris zu arbeiten, aber optisch gefallen die mir nicht. Und hier ist jetzt irgendwie sowas Futuristisches, Abgespacedes, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so Wikinger-Kukri-mäßig so ein bisschen. Und ich sag's euch Leute, ihr habt's gesehen, das Ding geht ab wie Sau. Also das ist, es ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen soll, aber ich glaube, ich habe hiermit mein Nummer 1 Outdoor-Messer gefunden, muss ich wirklich so sagen. Also ich war absolut begeistert vom Kodiak und vom Mountain Man und auch der Hemlock Ares. Also eigentlich alle Messer von Worktough Gear haben mich absolut weggehauen. Aber das hier, Leute, wirklich ohne Scheiß, ihr habt, das ist die Wucht, die ihr hier, also aufgrund von dieser kleinen Krümmung hier und dieser breiten Klinge hier vorne, ihr seht, wenn hier oben diese Nase nicht wäre, wenn das weg wäre, dann sieht es aus wie eine ganz normale Kukri. Aber durch das Zusatzgewicht, das ich hier oben habe, wenn ich damit aushole, das Ding, das beißt sich ins Holz, das ist unglaublich, wirklich absolut unglaublich. Das ist hier ein Flachschliff und unheimlich scharf, also wirklich wie gewohnt, Worktough Gear, Qualität halt einfach unglaublich scharf und unzerstörbar, Leute. Also ich habe bestimmt 6-7 Monate drauf gewartet, weil Worktough Gear musste die erst wieder produzieren und Daniel musste sie dann importieren in seinen Shop bei Flatknives und da habe ich bestimmt 6-7 Monate gewartet, bis es da war. Und als es endlich da war, ich habe es jetzt wirklich eigentlich nur noch mitgenommen. Ich habe bloß noch das Messer dabei gehabt, einfach weil ich so gehypt war, dass ich das endlich habe. Und auch um so ein bisschen auszuprobieren. Beim Batonieren ist es sehr geil. Wenn ich hier ansetze, dann habe ich hier so eine Kuhle. Und wenn ich dann hier mit meinem Stock, mit dem ich zuschlage, immer hier schön auftreffe, dann geht das Messer eigentlich quasi ziemlich schön gerade runter. Bei solchen Riesenprügeln, die ich jetzt gespalten habe, noch mit Verastung drin und so, habt ihr es gesehen, da passiert das auch. Aber der Stock kann euch wie nicht wegrutschen. Also das Messer ist auch gut genug lang. Und hier diese Kuhle ist super, um drauf zu hauen. Also ist wirklich perfekt. Der Sweet Spot, um zu hacken, ist irgendwo hier, würde ich sagen.
Und das Ding, ihr habt es gesehen mit den Baustämmen, man braucht einfach ein paar Schläge auf der Seite, das ist der Wahnsinn. Mit dem Mountain Man zum Beispiel, das ist ja auch ein Riesending von Worked of Gear, oder mit dem Kodiak geht das natürlich auch, das habt ihr auch gesehen. Aber ich habe das Gefühl, dass man hier wirklich durch diese Kukri-Form einfach irgendwie nochmal ein bisschen mehr Schmackes drauf kriegt. Und das ist, also ihr müsst, wenn ihr mal Gelegenheit habt, müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist so, dass man damit auch schnitzen kann, Heringe etc. habe ich auch schon gemacht, das ist überhaupt kein Problem. Hier hat man wieder eine Fingerwulde, um vorzugreifen, kann man wieder hier den Daumen auflegen und schöne, feinere Arbeiten machen mit diesem Bereich hier. Und zum Hacken ist dann eher da vorne. Aber jetzt im wirklichen Survival-Move als One-Tool-Option würde ich das eher nicht wählen. Also schon, aber in Verbindung mit einem anderen Messer. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier das Klapatsche von Worked of Gear noch auf meine Scheide drauf gemacht habe. Weil das ist ein herrlich kleines Messer, auch wieder 90 Grad angeschliffen. Hier oben der Klingenrücken, um mit dem Feuerstahl Funken zu erzeugen. Und das hat eine schöne Größe, auch wenn ich mir irgendwie ein Bohrbrett schnitzen will oder irgendwas so was Kleineres. Und für mich persönlich ist einfach dieses Messer hier, das kleine Klapatsche, das auch sehr gut in der Hand liegt, werde ich dann vielleicht auch nochmal ein Review machen. Das habe ich hier auf der Scheide drauf in Kombination mit dem Ding hier und noch ein Feuerstahl. Da habt ihr alles, was ihr braucht. Das Ding ersetzt komplett eine Axt. Ich habe sehr viel Hartholz damit gespalten. Ihr wisst, ich bin vorgängig in Buchenwäldern unterwegs, eigentlich nur Hartholz. Und das Ding hat die Schärfe einfach komplett behalten bis jetzt. Also ich bin absolut begeistert von diesem Megamesser. Und also ich muss wirklich sagen, ich hatte schon sehr, sehr viele Messer ausprobiert. Aber wenn ich jetzt irgendwo auf eine einsame Insel gehen müsste, alleine oder könnte, alleine, und ich dürfte bloß ein Werkzeug mitnehmen, dann würde ich das hier mitnehmen. Aber natürlich in Kombination mit dem kleinen Messer. Der Griff ist der absolute Wahnsinn. Was man bei den originalen Kukris hat, ist, dass der Griff, also hier, wenn man so guckt, komplett rund ist. Und ich habe jetzt oft schon gemerkt, dass wenn ich jetzt zum Spalten bei einer anderen Kukri aushole und zuschlage, dann passiert es oft, dass sich das Messer hier, also wenn ich hier hinten locker greife, dann passiert es oft, dass sich das Messer so ein bisschen wegdreht, nur so ein bisschen. Und wenn ich dann falsch auf das Holz aufkomme, dann legst du das Messer quasi einfach so ab. Und das ist mir jetzt schon oft bei den Kukris passiert. Ich nehme an, das liegt an diesem runden Griff, wenn ich locker hinten greife und nicht fest, richtig festhalte und locker zuschlage, dass ich dann das Messer beim Runterkommen so ein bisschen verdreht und dann trifft man eigentlich so auf, anstatt mit der Schneide. Das fällt hier auch komplett weg, weil der Griff nicht komplett rund ist. Ihr seht, der ist ein bisschen quadratisch, aber das ist hier auch nicht. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass sich das Messer wegdreht, wie bei anderen Kukris, weil es hier halt einfach auch wieder so ein bisschen quadratisch der Griff ist. Also sind natürlich alles schön abgerundet, aber er ist nicht so ganz rund wie bei den klassischen Kukris. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass außerdem hier auch wieder dieser Haken hier, oder wie man das nennen will, dieser Stopper verbaut ist, wie bei dem Wilderness Bowie. Das heißt, wenn ich jetzt hier so greife, dann rastet meine Hand wieder hier hinten komplett ein. Wenn ich jetzt so zuschlage, kann ich schön hinten greifen. Ich kann auch den kleineren Finger noch mit nach hinten nehmen und dann so arbeiten. Und das Messer kann nach vorne quasi nicht weg, weil es hier eingehängt ist. Also das ist sehr geil, dass so ein großes Messer wieder dieses Ding hier hat, wie bei dem Wilderness Bow. Es ist ein bisschen kleiner, finde ich, macht aber optisch auch ein bisschen mehr Sinn. Sieht sehr, sehr geil aus. Hier auch nochmal mit 3 Bohrungen für Lanyards. Hier vorne auch nochmal eine Bohrung. Generell dieser Griff, muss ich wirklich sagen, der ist wie für meine Hand gemacht. Ich habe Handschuhgröße M. Und hier passt einfach alles. Wenn ich hier vorne greife, habe ich hier hinten noch ein bisschen Abstand. Wenn ich hier hinten greife, das liegt einfach super drin. Und auch hier die Fingermulde wieder mit dem, wenn ich das hier so greife, absolut geil, um zu arbeiten. Ich habe keine Hotspots entdeckt oder so, auch hier beim Hacken nicht. Also hier gibt es keine Druckstellen in der Hand oder so, wie gewohnt von Worked of Gear. Die machen nicht nur geile Klingen, die machen auch die wirklich sehr, sehr geile Griffe.
die auch ordentlich was aushalten. So, die Zahlen habe ich wieder von vladknives.ch. Die Gesamtlänge vom Wilson ist 42,7 cm, die Klingenlänge 27,2 cm, die Klingenstärke hier habt ihr 5,8 mm und 935 Gramm wiegt nur das Messer, 1190 Gramm mit der Kydex-Scheide. Der Stahl ist wieder SK85er Kohlenstoffstahl, Härterückwelle zwischen 56 und 58 und das ist das sogenannte Blackwashed Finish. Ist jetzt schon ein bisschen abgenutzt, weil ich habe das Messer auch schon ein bisschen gebraucht. Messerart ist natürlich eben, hier steht Kukri, also es ist tatsächlich eine Kukri. Natürlich wieder Full-Tang-Konstruktion, wie bei jedem vernünftigen Messer. Der Griff ist wieder schwarz-grüner GC mit rotem Liner. Und der Hersteller ist eben, wie gesagt, Workdorf Gear, meine Nummer 1, wenn es um stabile Outdoor-Messer geht. Aber von der Funktionalität her und mittlerweile auch von der Optik her ist das mein Nummer 1 Outdoor-Messer. In Kombination mit einem kleineren Messer natürlich. Aber fürs Grobe ist das mein absoluter Favorit. Also ich bin wirklich hin und weg. Das habe ich auch den Vlads geschrieben. Habe ich auch gesagt, das ist der absolute Wahnsinn, dieses Ding. Mir fehlen die Worte, wirklich. Ihr müsst es mal ausprobieren. Diese Wucht, die ihr drauf kriegt, das ist der absolute Wahnsinn. Was natürlich auch wieder hier gemacht ist, ist der Klingenrücken ist angeschliffen in 90 Grad Winkel. Könnt ihr auch super einen Feuerstahl abziehen. Genau. Die Kydex-Scheide ist auch wieder sehr, sehr gut verarbeitet. Ich habe das natürlich schon wieder ein bisschen personalisiert. Ich kann es nicht lassen. Die Scheide ist hier oben offen für ein gutes Rein- und Rausbringen des Messers. Was ein bisschen schade ist, wenn man hier oben die Ösen nicht hat von der Kydex, dann wird es schwierig, hier Pouches oder sowas anzubringen. Gesichert ist das Ganze nochmal hier mit so einem Plastikriemen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier noch ein bisschen dieses Bungee Cord verbaut habe, damit hier dieser Riemen oben bleibt und mir nicht in den Weg kommt, wenn ich das Messer raus oder rein machen will. Ich mache es dann auf und den zieht es dann so nach hinten und dann kann ich eigentlich immer hier schön rein, raus und wieder rein fahren, ohne dass mir das Ding hier im Weg kommt. Der Druckknopf funktioniert auch ziemlich gut bis anhin und das Messer ist eigentlich wirklich auch bombensicher da drin und sitzt wirklich fest. Gut, das war seit langem wieder mal ein Messer-Review von mir. Hat mir sehr Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Ich bitte euch natürlich, meinen Kanal zu abonnieren und auch ein Like zu geben, wenn ihr mögt. Lasst es mich mal wissen in den Kommentaren. Habt ihr euer Nummer 1 Survival- und Outdoor-Messer schon gefunden? Oder seid ihr immer noch so ein bisschen auf der Suche? Ich kann die Produkte von Workdorf Gear einfach nur absolut empfehlen, weil ich die schon wirklich jetzt schon sehr lange nutze. Und jedes Einzelne, das ich habe, ist absoluter Meister in der Performance. Wirklich, egal ob das kleinere sind oder größere. Das sind absolute Brecheisen und die sind unverwüstlich. Also schaut mal bei vladknives.ch vorbei. Ich gehe jetzt nach Hause und bereite meine Tour fürs Wochenende vor. Da kommt auch wieder ein Video. Diesmal bin ich nicht alleine unterwegs. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald. Macht's gut.